Herzlich willkommen zurück hier aus Pinneberg von den Billard Beckmann Longoni Pinneberg Open 2016. Wir sehen die nächste Partie hier am TV-Tisch mit Michael Wortmann und Luca Sörensen. Zwei Spieler aus ihrer Gruppe, die bisher noch nicht so erfolgreich agiert haben und auch schon raus aus dem Geschehen sind. Aber nichtsdestotrotz wollen wir uns das mal anschauen. Michael Wortmann zum einen, der, ja, Mitsponsoren des Events und damit natürlich auch mal gerne gesehen auf dem TV-Tisch. Und Luca Sörensen hier aus Flensburg, Nachwuchsspieler, ja, der auch mal zeigen kann, was er denn drauf hat. Es wird gespielt 10 Ball, 4 Gewinnspiele im Wechselbreak. Regeln des 10 Balls vielleicht soweit klar, schon öfter erklärt heute. Die Kugeln werden der Reihenfolge ihrer Werte versenkt. 1 bis 10, wer die 10 versenkt hat, gewonnen. Und mal schauen wir uns das mal an, was die zwei hier machen. Fällt erstmal auf, Luca Sörensen. Zum einen Linkshänder und zum anderen rechtes Auge dominant. Führt das Kö über dem rechten Auge als Linkshänder. Sieht auch immer ein bisschen komisch aus. Bisschen wild, was hier so passiert im Moment. So. Vier auf neun Kombination. Hat er bewältigt. Die 4 fällt auch noch. Angesagt war freilich die 9. Also von daher alles in Ordnung. Das, was er angesagt hat, hat er erfüllt. Was sonst noch passiert, ist sekundär. Somit ist der Luca Sörensen weiter am Tisch. Gute 5. Ein bisschen fest gespielt. Dadurch jetzt ein Problem kreiert. Und da muss er wohl mit einer Sicherheit aussteigen. Ist aber nicht allzu dramatisch. Kann er die 10 nutzen als Blocker. Mal gucken, ob ihm das gelingt oder ein bisschen mehr Fee. Aber der ist auch erstmal fürs Erste ganz okay. Das ist ein schwieriger Ball. Michael Wortmann, kann man noch sagen, spielt beim BC Oberhausen in der, ja, vermutlich dritten Mannschaft dort in der Verbandsliga, gemeinsam mit Christina Schagan, die als erste Finalrundenteilnehmerin feststeht. Als erste weibliche Finalrundenteilnehmerin. Und zwar hat sie in ihrer Gruppe 6 Siege bei 6 Spielen derzeit auf dem Konto. Und die Verfolger haben bereits 7 Spiele gemacht und 5 Siege gesammelt, können also nichts mehr machen. Dann können die Christina nicht mehr einholen. Damit also die erste Frau in der Finalrunde am morgigen Sonntag. Ina Kaplan ist raus aus ihrer Gruppe, ist Vierter geworden, meine ich, oder Vierte. Und Jasmin Michel ist aber auch noch in der Zwischenrunde vertreten als Gruppendritte. Und die Christina Grimm ist ja hier auch noch zugegen und kämpft in ihrer Gruppe um das Weiterkommen. Also es kann schon sein, dass wir ein paar Frauen hier in der Zwischenrunde respektive Finalrunde dann am Sonntag noch sehen. Aller spätestens dann aber am 14 Uhr morgen fängt nämlich das Damenmasters an. Da haben wir auch nochmal 16 Damen hier im Feld und vielleicht ist ja auch die ein oder andere im Livestream zu sehen. Vielleicht nicht unbedingt jetzt hier auf dem
Hauptcenter Court, wo das große Geschehen morgen losgeht. Aber vielleicht auf den Nebenstreams. Wir haben ja insgesamt 3 Streams, könnt ihr auswählen. Die anderen 2 sind nicht kommentiert. Wenn ich das richtig sehe, ist da Nick Vandenberg in einem Stream gerade am Hantieren. Ich weiß nicht, ob er zusammenschraubt oder auseinander. Kann ich nicht sehen von hier. Also Nick Vandenberg auf dem anderen Tisch. Wir machen weiter hier mit Michael Wortmann, Lukas Sörensen, logisch. Und das ist auch die letzte Partie der Vorrunde, wird mir gerade mitgeteilt. Danach folgen dann die sogenannten Sudden-Death-Partien. Man kann auch sagen Zwischenrunde, wo dann die zweiten, drittplatzierten der jeweiligen Gruppen gegeneinander kämpfen und noch weitere Finalrundenteilnehmer ermitteln. Also da gibt es auch noch ein paar heiße Duelle, da geht es dann wirklich im K.O.-System weiter, wer verliert ist raus. Das Ganze könnt ihr auch online verfolgen unter germantour.net. Dort einfach auf den Kalender klicken und dann findet ihr die Pinneberg Open und dann klickt ihr auf dieses und dort dann gibt es die einzelnen Gruppenphasen in den verschiedenen Spielorten. Insgesamt sind es ja 8 verschiedene Spielorte mit insgesamt 128 Tischen, auf denen hier Rheine Pinneberg Open gespielt wird. Und da könnt ihr euch das ganze System anschauen. Ist eigentlich alles bildlich und in Text und dargestellt und sollte nachvollziehbar sein. Und da könnt ihr sehen, in der Zwischenrunde sind auch schon Ergebnisse eingetragen, nämlich von gestern und vorgestern, weil es spielen immer innerhalb des jeweiligen Blockes, spielen die Zweit- und Drittplatzierten untereinander gegeneinander, sodass das direkt im Anschluss an die Gruppenphase an den jeweiligen Spielorten gespielt werden kann. Zumindest die erste Partie, Zweiter gegen Dritter. Dann konzentriert sich alles auf Pinneberg, da gibt es auch nochmal heute ab 18 Uhr noch eine letzte Runde in dieser Zwischenrunde und dann haben wir heute Abend so gegen vielleicht 20 Uhr die Finalrundenteilnehmer. Und dann geht's nahtlos über in die Players Party mit den Highlights, dass wir hier ein Rematch haben des Finals der Brunswick Munich Masters 1991. Damals im Finale Tom Storm aus Schweden gegen Francisco Bustamante aus den Philippinen. Beide sind hier bei den Pinneberg Open und werden dann ihr Können nochmal unter Beweis stellen, 25 Jahre später. Und dann sehen wir außerdem noch Deutschlands Superrakete, was Poolbillard betrifft. Joshua Filler, der 1991 bei weitem noch nicht geboren war, der spielt gegen Nils Fein, den wir heute ja schon zweimal im Livestream gesehen haben. Der hat schon zeigen können, was er kann. Joshua Filler wird das dann heute Abend auch nochmal unter Beweis stellen. Und morgen dann auch noch, weil ich meine, er hat seine Gruppe gewonnen und steht schon fest als Finalrundenteilnehmer. Also da gibt es 2 heiße Matches. Es gibt aber noch viel mehr. Es wird eine Interviewrunde geben, eine kleine, aber nur, die wir live übertragen. Dann gibt es Musik, Live-Musik mit Molly Sue, Teilnehmerin einer Casting-Show, vielleicht dem einen oder anderen bekannt aus der jeweiligen Show. Es gibt auch einen weiteren Live-Auftritt eines Hamburger Interpreten, den ich jetzt nicht parat habe, muss ich gestehen. Irgendwas mit Helle oder so. Ich kenne ihn nicht. Ich kenne mich in Musik eigentlich gut aus, aber den kenne ich nicht. Hamburger Idol, denke ich mal. Also wie gesagt, das auch live hier auf Sportdeutschland TV. Wundert euch nicht nachher, die beiden genannten Matches werden englisch kommentiert. Wir werden zahlreiche europäische Zuschauer haben und vielleicht auch aus dem amerikanischen Raum, die natürlich Bustamante und Storm auch kennen und natürlich auch Fein und Villa und das sehen wollen. Und dann werden wir das in Englisch kommentieren. Das wird der vorhin im Stream zu sehende David Simmons übernehmen, wenn ich recht informiert bin. Und dann wird er das Heft in die Hand nehmen und das hier kommentieren. Ich werde ein bisschen als Co. vielleicht agieren. Und morgen dann die Finalrunde natürlich wieder dann auf Deutsch.
So, die Partie geht ein bisschen hin und her, ist ein bisschen zerfahren. Aber da sieht man natürlich wieder mal den Vergleich, den direkten Vergleich zu den anderen Partien, die wir jetzt schon gesehen haben, wo vieles so einfach aussieht. Und die Leute es einfach runterspielen, wie der Nils Feien vorhin und der Tristan Bieloszewski und der Nick Vandenberg und Klaus Zubrekis und wen wir hier alles schon gesehen haben. Und das sind natürlich die Top-Leute. Und jetzt sehen wir halt normale Billardspieler wie du und ich. Und da wird dann halt eben auch deutlich, wie schwer das eigentlich ist, was hier fabriziert wird. Weil die Jungs, die wir da jetzt gerade sehen, die können schon Billard spielen, so ist nicht. Aber sieht man ja auch gerade mit dem Banker. Aber es ist halt wirklich schon ein Unterschied dann noch zu den genannten Topstars, bei denen das so einfach aussieht. Und es gibt nichts Schwierigeres, als einfach anzuschauen, das Poolbillard, wo jeder denkt, oh, das ist ja einfach, den versenke ich auch. Und, ach komm, das ist ja nur ein gerader Ball, den kann ich auch, den kann ich auch. Die Stellung, das ist das Problem, die Stellung so zu spielen. Die Kontrolle über die weiße Spielkugel zu haben. Das war jetzt technisch auch ein bisschen wild. Da ist das Kö hochgegangen. Quasi mit Vollzug des Stoßes. Damit natürlich eine Ungenauigkeit drin. Einfach einen kompletten Stoß verrissen und zum alle Überfluss noch die Weiße abgelaufen. Gute Chance für den Lukas Sørensen auf 2-0 zu stellen, aber viel zu flott. Das ist typisch Jugend, sag ich mal. Einfach drauf und los. Es ist zwar alles unterm Strich jetzt gut gegangen, aber den kann man sich auch einfacher stellen, die Zehen bei Ball in Hand. Das sollte schon möglich sein. Aber das sind alles so Sachen, die lernt man halt eben. Jugendliche spielen immer flott und einfach drauf mal teilweise, ohne groß nachzudenken. Aber das lernt man dann. Wenn man mal diese Zehen 4-5 Mal verschossen hat, dann denkt man vielleicht drüber nach, wie könnte ich denn eigentlich einfacher mir es machen? Und das ist halt ein Lernprozess, das geht über Jahre. Und beim einen dauert es länger, beim anderen kürzer, sag ich mal. Lernen tun sie es dann doch irgendwie alle. Oder sie hören auf, wenn sie es nicht gebacken kriegen. Auch schon alles vorgekommen. Aber das ist ja auch normal in jeder Sportart, dass es da Leute gibt, die aufhören. Das wollen wir jetzt hier beim Lukas Sørensen nicht hoffen. Ja, der spielt, glaube ich, noch nicht ganz so lange. Und das Wichtigste ist, glaube ich, für einen Spieler wie ihn, dass er überhaupt die Gelegenheit hat, hier mal mitzuspielen und sich mit anderen Leuten zu messen. Er hat zum Beispiel gegen den Nick Vandenberg spielen können. Er hat gegen den Tristan Bieloszewski spielen können. Das sind alles Top-Leute. Im Falle Nick Vandenberg internationale Top-Klasse. Und da kann man natürlich als junger Spieler viele Erfahrungen sammeln, viel lernen. Man muss es halt mitnehmen und umsetzen. Ja? Man kann nicht einfach nur zugucken und hoffen, dass es dann für einen selbst besser wird, sondern man muss es wirklich reflektieren. Was hat denn da der Vandenberg eigentlich gegen mich gemacht? Warum hat denn der mich von der Platte geknallt? Und das ist dann, ja, eine gute Chance, selbst besser zu werden, wenn man das ordentlich reflektiert. Und noch besser wäre es, wenn da noch ein Trainer dabei wäre, der sich das Ganze anschaut. Die letzte Partie der Zwischenrunde auf Tisch Nummer 7, Frank Kierstein gegen Bernd Krüger. Frank Kierstein, Bernd Krüger auf Tisch Nummer 7. Thank you.
Das war ein interessanter Versuch. Jetzt die Weise nochmal komplett um den 5-8er-Pack laufen zu lassen. Ein bisschen kurz. Hätte aber eigentlich auch gereicht, es nicht zu machen und die Weise viel, viel kürzer laufen zu lassen. Das weiß ich jetzt auch nicht, was er genau vorhat. Ob er einfach viel zu fest gespielt war oder unterm Strich dann zu locker. Das ist jetzt schwer nachzuvollziehen, wenn man es nicht. Ja, wenn man es nicht weiß. Ich kann ja nicht reingucken in den Michael Wortmann. Für meine Begriffe hätte er ihn viel kürzer spielen können. So, die Gruppen beenden sich ja langsam. Denkt dran, heute Abend ist Players Night. Auch für diejenigen, die ausgeschieden sind, wir werden euch wieder aufbauen. Es macht eine Hölle Spaß mit euch. Hatte ja vorhin erwähnt, der Michael Wortmann ist Co-Sponsor hier der Veranstaltung. Das ist die Firma W Systems, die mit Poolbillard eigentlich gar nichts zu tun hat, sondern da müsst ihr mir helfen. Elektronik oder sowas unterwegs ist, ich weiß es nicht genau. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, gar keinen Bezugspunkt zum Billard hat, sondern einfach selbst ein Billardspieler ist, der Unternehmer ist. Und gerne bereit ist, hier und da ein paar Euros locker zu machen, um ja, den Poolbillard-Sport zu unterstützen. Ich denke mal, er ist sich dessen bewusst, dass ihm das genau gar nichts bringt. Es ist halt ja, für ihn einfach ja, ein nettes, ja, eine Nettigkeit. Also wie soll man es formulieren? Er macht es halt einfach und alle finden es gut, dass er es macht. Und wir wollen hoffen, dass er weiter am dabei bleibt. Geschäft wird er daraus wahrscheinlich keins generieren und das ist auch, glaube ich, gar nicht Zweck der Übung. Er hat jetzt da, glaube ich, nicht kein wirkliches Produkt, das jetzt im alltäglichen Gebrauch brauchbar wäre, wie jetzt zum Beispiel ein Getränk oder was zu essen oder so. Und der Michael hat hier wirklich auch ein, ja, es läuft einfach nicht für ihn, er spielt weit unter Niveau. Ich weiß nicht, ob ihn jetzt da das so mitgenommen hat, dass er erst einen Sieg feiern konnte. Auf jeden Fall liegt er jetzt 3-0 zurück und hat in allen drei Spielen die Möglichkeit, es selbst für sich zu entscheiden. Hat es aber nicht geschafft und ja, sieht sich hier seiner sechsten Niederlage gegenüber, die da auf ihn zukommt. Break ist natürlich auch ein Thema für jeden Spieler, also der Anstoß. Hat man jetzt auch gesehen, die Weiße ist schon ein bisschen unkontrollierter durch die Gegend
gelaufen. Idealfall ist natürlich, dass die Weiße vom Dreieck abprallt und im Prinzip irgendwo Tischmitte im weitesten Sinne liegen bleibt. Manchmal tut sie das auch über 3-4 Banden, aber das ist dann wirklich Glückssache. Es bleibt unkontrolliert, auch wenn sie in der Mitte liegen bleibt. Und in dem Fall jetzt hier ist sie ja, links oben bei dieser Kameraeinstellung liegen geblieben. Die 1 wiederum rechts unten. Ging zwar der Ball, war ein langer Ball, aber schwer. Speziell auch gerade im Hinblick auf Positionsspiel auf die 2. Ja, und so fängt halt eben dann für einen ja, normal durchschnittlichen Poolbillard-Spieler das Problem schon an. Der Anstoß ist wirklich sehr wichtig und sollte genauso trainiert werden wie andere Dinge. Gehört schlicht und ergreifend zum Spiel dazu und wird massiv unterschätzt. Ist auch letztendlich dann ein Aspekt, der einen Hobbyspieler von einem ambitionierten, von einem Profispieler unterscheidet. Bin der felsenfesten Überzeugung, dass ein Nils Fein und wie sie alle heißen, das Break regelmäßig trainieren. Und mitunter vielleicht sogar regelmäßiger, als dass sie einfach nur Bälle versenken. Weil das können sie definitiv. Und bei dem Anstoß gibt es auch für solche Spieler noch Verbesserungspotenzial. Und das wird trainiert. Weil je besser der Anstoß, desto leichter wird es danach. Und vielleicht oder kalkulierbarer auch. So, bei so einem Layout, wie wir es jetzt haben, würde ich jetzt sagen, ja, im Falle, wenn ich jetzt hier einen Top-Spieler sehen würde, das ist aus. Jetzt gucken wir mal, was der Lukas Sörensen daraus was macht. Also es ist machbar. Ich denke mal, mit einem 3-0 im Rücken wird es für ihn auch einfacher sein. Und ich denke mal, er hat sich jetzt auch einigermaßen gewöhnt an die Umstände hier, dass er hier im Livestream spielt. Ist da auch noch immer auf einem guten Weg. Schwierigkeit ist die 8, die da direkt an der Manne liegt. Also das wäre auch jetzt, ich hatte den in der anderen Kameraeinstellung, habe ich das so gesehen, dass die 8 ein bisschen weiter weg liegt. Jetzt wird hier, das könnt ihr zu Hause nicht sehen, mein Bild ist gerade verdeckt. Also wie gesagt, die 8 ist das Problem. Schauen wir uns das gleich mal an. Die 6 ist ja kein Thema, die zu versenken. Es geht letztendlich einzig und allein darum, was macht Lukas Sörensen mit der 8. Okay, jetzt legt er dem Michael Wortmann einfach mal eine ganz kerzengerade lange 8 dahin und sagt sich, na, mir ist nichts Besseres eingefallen und Michael, ich traue dir den im Moment nicht zu. Und jetzt müssen wir mal schauen, ob der Michael das bestätigt oder ob er sagt, nee, den mache ich jetzt rein und ich kämpfe nochmal, ich verkürze auf 1-3 und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Nee, aber der Michael tut ihm den Gefallen und verschießt. Also von daher die Entscheidung von dem Luca gar nicht so verkehrt. Einfach mal zu sagen, ich leg dir mal was Leichteres, was Schwereres hin und lass dich mal machen. Yeah.
Eigentlich letzter schwerer Ball für Lukas Sörensen, wo ich schon dachte, er ist auf einem super Weg, dem Michael Wortmann hier einen Whitewash, wie es so schön heißt, zu verpassen. Aber das wäre auch nicht im Sinne von Michael, glaube ich, der hier nicht mit einer Null das Feld verlassen will, sondern der will schon hier mitspielen. Dafür muss er aber jetzt Gas geben. Die große Frage, schubst er jetzt die 9 einfach nur rein und spielt die 10 lang hoch? Oder lässt er die Weiße wieder Richtung Tischmitte zurück? Ja, letzteres entscheidet er und wird damit auf 1-3 verzichten. Da lege ich mich, verkürzen, da lege ich mich jetzt einfach mal fest. Ich merke auch, ich brauche eine... Ach komm, oh Gott. Na, da passt es ja gar nicht für den Michael. Da hat er jetzt doch 4-0 verloren. Und ich merke, ich brauche eine Pause. Und die kriege ich jetzt auch. Es wird nämlich jetzt hier auf dem TV-Tisch ungefähr bis 16.30 Uhr Pause sein. Also, ja, schaut mal auf den anderen zwei Streams. Ich glaube, da ist noch Spielbetrieb. Und da könnt ihr noch Poolbillard sehen. Hier auf dem TV-Tisch geht es 16.30 Uhr ungefähr weiter. Grund ist der, wir haben einfach keine weitere Partie mehr zum Aufrufen. Alles, was ihr jetzt so im Hintergrund seht, sind die letzten Zuckungen der Gruppenphase.